Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Möglichkeit Labur. So. Machen uns jetzt auf den Weg nach oben. Bauen dann nochmal zwei Zentrifugen hin. Also man kann das auch ausrechnen. 200, 400, 600, 800. Alleine das Ding, einer, reicht nicht, um das auszufüllen, aber zwei auf jeden Fall. Also wir produzieren eh zu viel Strom. Also daher. So, wenn ich Glück habe, kriege ich die Zentrifugen dann nämlich hin. Jawohl. Besser wäre schon wieder scheiße. Rein, raus. Raus, rein. Und dann blub und blub. So. Leute, das ist echt heftig, ne? Wenn man den Vergleich sieht. Aber hier steht es ja auch 0,7%. Also nicht mal einem fucking Prozent, ne? Also bei 41... So erhöhen wir auf jeden Fall unsere Chance. Solange wir hier oben das reicht, ist es eigentlich vollkommen okay. Wenn die hier unten jetzt gleich auch noch das Arbeiten anfangen, dann i. Aber unser Druck sieht wirklich optimal aus. Also wir haben wirklich keinerlei Druckprobleme hier. Auch nicht, was ankommt. Also das ist schon gut. Das ist gut, Leute. Das ist richtig gut. Das funktioniert bis jetzt tadellos. Da ist wieder einer. Juhu. Schon 20. Noch 21. Also sagen wir mal, die Hälfte haben wir, Leute. Ja. Und dann muss ich mir nämlich nochmal genau überlegen, wie das lief. Also, das ist... Gut. Nee, das ist nicht in einer Anforderungskiste, oder? Das wäre jetzt zu episch gerade für mich. Nein. Nicht. Das ist auch dämlich. Warum mache ich das nicht in eine passive Anbieterkiste, wo ich dann mir das anfordern kann? Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie das lief. Der spuckte dann so und so viel wieder aus. Und ich muss das im Kreislauf laufen lassen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nur nicht mehr, wie es war. Aber eigentlich kann man das alles oben mit den Robotern machen. Wir werden keinen Kreislauf bauen, wir werden gar nichts. Ich werde das einfach mit den Robotern machen. Ja, weil jeder andere Gedöns wird dumm. Das ist einfach so. Ja? Das ist einfach Fakt. Das wäre dumm. Ich muss mir das Prinzip nur gerade nochmal angucken. Wir haben Anforderungskisten, wir haben passive Anbieterkisten, das ist auch okay. Weil wenn ich die jetzt gleich da einstelle und das dann sowieso erst bei 40 anfängt zu laufen, dann kann ich die nämlich schon aktivieren. Dann könnten wir uns nämlich um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel um mein Paradies hier noch ein bisschen Flammenwerfer zu platzieren, da wir sonst hier irgendwann wirklich Probleme kriegen. So, wenn ich jetzt die Zentrifuge nehme, wir platzieren die da und wir sagen, wir wollen die Dingens anreichern. Das würde bedeuten, er braucht Uran 235, 41 Stück und er braucht 40 und er braucht 40 und 5 Uran. Ich bekomme dann 41 und 2 von denen. Also ich verarbeite grüne mehr und ich bekomme immer ein mehr. Richtig. Es würde bedeuten, ich muss hier eine Anforderungskiste machen.
diese Anforderungskiste beträgt das Uran von 50. Mehr wie 50 Uran brauchen hier nicht drin sein. 18. Normalerweise kann ich sogar auf 40 stellen. Wenn wir 40 Uran haben, dann fängt die Maschine an und er bringt 40 neue. Es wird ja immer wieder was nachgelegt, wenn er hier was rausnimmt. Wir benötigen dann 5. Also nehmen wir von denen 100. Ist doch egal. Ich glaube, 100 ist nämlich auch ein Stack, ja. Das würde dann aber mit einem blauen Greifarm da reingegriffen werden. Ich bin der Meinung, ich werde dann mit einem blauen auch rausgehen. Ich sehe gerade was. Doch, schafft er. Und werde hier einen kleinen Tunnel bauen. Einen kleinen Gang trotzdem bauen. Wenn ich eine zweite von denen hier daneben bauen möchte, kann ich das hier anreichern lassen. Richtig. Ich würde sagen, ja. Dann brauchen wir zwei von denen. Welcher ist denn schneller? Würde mich jetzt schon gerne interessieren, welcher schneller ist. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie der arbeitet. Also der stapelt das ja. Schwer zu sagen, welcher schneller ist, ne? Lassen wir einfach mal so. Und dann würdest du da rausgehen. Du auch da rausgehen. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Extra viel. Hat alles schon Sinn. So. So. Du nimmst das. Du nimmst das. So. Mal ein bisschen Strom hier. So. Möchte wieder rote Gratten. Ja, sie sind hier schon mit im System. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben wirklich keine roten Mikrochips im System. Und das ist auch schon wieder dumm. Also das ist... Ich reg mich über mich selbst auf, weil ich laufe bis zum Arsch der Welt. Ich habe nichts im System. Hier sind ja 22 drin. Man könnte das jetzt auch anmachen, aber doch kann ich eigentlich. Weil er fängt ja erst an, wenn er 40 hat. Und dann verteilt das ja sowieso wieder. Weil hier ist eine passive Anbieterkiste. Da gehen die Grünen rein. Die gehen dann dahin. Das, was hier ist, geht auch dahin. Und das, was hier zu viel ist, weil er hier nur eine 40 hat, wir werden das dann auf 50 stellen. Einfach, weil wir es können. Und dann wird das so laufen. Richtig. Also können wir diese Produktion sowieso starten. So, er bringt nämlich dann jetzt hier schon was hin. So, jetzt hat er 22 und 12 hier schon drin. So.
kann aber erst das starten, wenn diese Produktion so steht und läuft und zum Beispiel das voll ist und wir haben immer noch Grüne über. Dann kann ich hier drüben das genauso machen, weil das gibt dann immer einen mehr, mehr nicht. Ja, wir haben zurzeit 22, also fehlen uns immer noch 19 Stück. Ja, leck mich an die Füße. Ja, und wir müssen überlegen, 2, 4, 5, 10 Zentrifugen arbeiten hier. 10. 11 und an. Und wir verbrauchen 3,6 Megawatt. 110 Roboterhangar verbrauchen weniger, verbrauchen 6 Megawatt oder 5,8 King 11. Oh Mann, Alter, das ist echt... Oh. Und dann muss ich mir... da kommt... Ich weiß, wisst ihr, was ich... Entschuldigung. Mir hoffe, dass es niemals fliegende Viecher gibt in Factorio. Das wäre auch noch richtig mies, weil dann wäre zum Beispiel der Flammenwerfer total unnütz. Ja, das wäre auch noch geil. Ich hoffe, dass das niemals kommt. Aber lustig wäre es trotzdem, Leute. Also Produktionslinie reicht auf jeden Fall. Also wir haben 10 Zentrifugen und es reicht. Also das ist schon ziemlich nice. Wo ich mich auf jeden Fall drum kümmern könnte, wäre, dass wir hier nochmal einen Roboterhangar hinsetzen. Genau hier zwischen. Dass die sich dann da ablegen können. Und dass wir nochmal 20 oder 30 Roboter bauen. Einfach, dass wenn das dann hier oben nachher das Atomkraftwerk läuft oder dann hier so laufen soll, es soll ja vielleicht hier hin. Ich weiß es nur noch nicht, weil wir haben hier Kupfer. Das würde bedeuten, hier würde regulär der Zug kommen. Hier würde ich regulär einen Zug langführen. Ja, hier wäre natürlich richtig nice, weil hier eigentlich gar nichts ist. Und hier könnten wir eigentlich diesen Koloss hinsetzen. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Das würde aber bedeuten, die würden... unser Uran bis hier runterbringen. Ja. Ist alles nicht so schön, wie ich gedacht hätte. Was ist los hier hinten? Nichts. Gut, wir wollen mal zusehen, dass wir hier ein paar Roboter und sowas bauen. Mal gucken, ob wir hier noch so ein paar von den Teilen haben. Na, ist er jetzt vollgelaufen schon wieder? Er läuft noch, aber Material sind wenigstens noch da. Irgendwo hatte ich doch dieses Teil hier. Warum läufst du nicht? Weil du rote Elektromotoren brauchst. Und ich die Produktion anscheinend auch abgestellt habe. Rote Elektromotoren sind irgendwo hier. Ja, sag ich doch. Ja, dann gib mir die mal. Ja, ja. Ich habe die nicht abgestellt, fällt mir gerade so ein. Ich habe die ja selbst... Oh, oh, das war doof. Ja, Kevin, nimm ruhig noch mehr lilane Fläschchen. Ist ja nicht so schlimm. Danke. Hier, nimm den Scheiß, danke. Ja, können wir das auch anders machen. Dann nehmen wir uns jetzt auch mal so eine Eisenkiste hier. Und dann so. So. Wir brauchen Motoren, die kommen da rein. Wir brauchen grüne Mikrochips. So. Die kommen dann auch da rein. Was brauchen wir noch? Batterien. Hatten wir eh hier welche über. Da weg mit dem Gedöns. Stahl. Stahl haben wir auch noch. Alles klar. Bum, 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 bum.
So, eigentlich alles vorrätig, so dass er jetzt erstmal hier so ein paar herstellen kann. Wunderbar. So, dann holen wir uns mal noch ein bisschen Stahl wieder. So. Wunderbar. Es war eigentlich richtig scheiße, den hier da anzuschließen. Egal. Dankeschön. Ja, macht den da mal alle rein. So, dann holen wir uns mal noch ein bisschen Grüne. Grün, 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 grün. Und auch bitte. So. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Das ist der Vorteil, wenn man das so alles zusammensetzt, ne? Dann kann man wirklich gut einen dran langziehen. Irgendwo hier war doch die Produktionslinie, da hinten. So. Dann machen wir hier nochmal das ganze Grünzeug rein. Da haben wir ein bisschen, holen wir nochmal 400 Batterien. Ich sage auch schon wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.